Hey Leute und herzlich willkommen. Ja, es ist wieder soweit. Der Football Manager 2024 ist in der Early Access Phase, also in der Beta Phase. Und ich habe eine Abstimmung gestartet im Community Tab auf meinem Kanal. Ja, ihr habt euch entschieden und zwar habt ihr für, für Sturm Graz entschieden. Das bedeutet, dass wir natürlich wieder ein FM24 Sturm Graz Let's Play haben. Das heißt, es kann natürlich ein Journeyman sein, aber das ist mal die erste Aufgabe. Wir starten da mit Sturm Graz gemeinsam, ihr mit mir. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben natürlich. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, unbedingt einen Kommentar da lassen, welche Spieler wir uns holen sollen, welche taktischen Umstellungen wir machen sollen gemeinsam. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und ja, mich auf dieser Reise begleitet. Wenn ihr gute Spielertipps habt und das Spiel selber spielt, dann schreibt es auch in die Kommentare, bitteschön. Würde mich sehr freuen und wir schauen jetzt rein in das Spiel. Also Leil, wir sind da mit den Originalwappen, wie ihr seht. Und ich habe schon mal zwei Taktiken. Erstens einmal meine eigene Tormaschine aus der FM23er Version. Dann die normale Offensive, was ein bisschen hinten abgesicherter ist. Es wird natürlich nur umgestellt, ist ganz klar. Und eine, die auch ganz gut funktioniert hat, die ist ein bisschen sicherer und ausgewogener. Aber ich werde noch ein bisschen dran basteln, habe hin und wieder so, ja, meine Vorstellungen. Wo wollt ihr jetzt hinschauen? In die Wettbewerbe. Oder zur Nationalmannschaft, ist ja wurscht. Wer ist denn Andreas Ullmann da? Genau, österreichisch. Schauen wir mal die erste Mannschaft. Der Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Patrick Wimmer. Vielleicht aus der U19 ein paar Spieler holen, aber noch nicht jetzt. Ihr könnt es mitentscheiden, wie schon erwähnt eingangs, welche Spieler ich holen soll zur Winterpause. Vielleicht ein bisschen taktische Mitentscheidungen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst auch bitte ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und natürlich auch nicht vergessen fürs Like. Der Algorithmus ganz wichtig, immer wichtig. Deswegen, ja, lasst ein bisschen was dort. Da ist einmal ein kurzer Einblick. Wie schaut der Terminplan aus? Der passt mir noch persönlich gar nicht. Das erste Spiel war am 29.07. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich dann, ja, erst dort das Spiel ansetzen, dann haben wir Dorns und das gegen Udinese ausblenden. Bis dahin schreibt es unbedingt in die Kommentare, welche Spieler ich holen soll, welchen Spieler ich verkaufen soll. Aber die Mannschaft schaut ja grundsätzlich sehr gut aus. Sidi Yada ist wie eingangs erwähnt, fällt 3 bis 4 Monate aus in der Lendenwirbelsäule. Alles klar. Jonas Jauch, auch nicht schlecht, verliehen an den FC Groß-Klein. Hat eine super potenzielle Fähigkeit. Yusuf Kasibegovic, Red Bull Leipzig. Also sind mehrere Vereine interessiert, das Al-Hassan. Sind mehrere Vereine interessiert an meine Spieler. Schauen wir mal, vielleicht findet man ja den ein oder anderen Abnehmer und ersetzen das gegen ganz gute Spieler. Was mich persönlich zum Beispiel stört, Brandexera braucht vielleicht seine Zeit, hat aber gute Werte hier und eine super Statistik, muss ich sagen. Ist auch schon 3 Millionen Euro wert. Ja, zur Taktik. Hoppala. Das ist einmal die Mannschaftsgefüge. Zur Taktik, zumindest zu dieser, die soll ganz gut funktionieren, beziehungsweise bei den beiden werde ich noch ein bisschen basteln. Ein bisschen Autoauswahl, damit Vlotar und Zakaria vorn spielen, Kitteschwille in der Offensive, hinten Afengruber Borkovic passt mir gar nicht persönlich,
Brass passt auch nicht auf diese Position, ehrlich gesagt. Horvath passt auch nicht wirklich auf die Position. Ich möchte es wie im Originalen mit am Offensiven hier und am Stürmer da. Es ist wie gesagt nicht richtig gescheit aufgestellt, aber so eine schöne Viererketten mit einer Dreierabsicherung, das passt. Zakaria passt auch nicht auf die Position. Und am besten da einen Offensiven mit zwei defensiven Spielern, so wie es da ist eben, sodass nur die Flügelspieler nach vorne gehen. Aber ja, da kann man natürlich basteln und wie gesagt, die Wappen sind alle original, wie ihr seht. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie schon erwähnt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich kann euch da gerne weiterhelfen. Und das Scouting und Transfer Zeugs zeige ich euch natürlich dann noch. So, da sind die Transfers. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir, einen Spieler kaufen will, dann kann man auch mit dem Berater direkt jetzt viel besser verhandeln. Ja, und wann ist das erste Pflichtspiel in der Liga? Das können wir auch noch kurz schauen. Das wäre gegen WSG Tirol, dann kommt die Austria und Red Bull Salzburg kommt dann am 7.10. auswärts. Da kommen wir zusammen. Am Union Gurten wie Mechtenleben in der ersten Runde. Können natürlich auch mit dem Vorstand ein bisschen verhandeln. Können wir da was anpassen? Nein. So, passt schon. Einrichtungen, Jugendeinrichtungen verbessern, Transferbudget erhöhen, Stadion ausbauen, Vereinsnetzwerk stärken. Machen wir jetzt einmal. Perfekt. Ja, und dann, wenn das erste Pflichtspiel, das wird das ÖFB Cup Spiel sein, dann werde ich da wieder eine neue Folge aufnehmen. Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ihr seid da gern herzlich eingeladen, auch ein Abo dazulassen. Und in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, grüße euch.